Großartig. Glückwunsch, Commander. Sie haben diese Bastarde heimgeschickt. Die werden bestimmt zweimal überlegen, bevor sie erneut eine Invasion versuchen. Dieser Sieg war für alle sehr wichtig, Commander. Für die Russen nicht. Für sie war es eine böse Niederlage. Ja, mal schade, nicht alle Kommandeure haben ihre Einstellung. Hören Sie, Bingham, ich mag diesen neuen Commander. Die Russen in Frankreich könnten auch etwas Feuer unterm Hintern vertragen. Ja, natürlich, Sir. Diesen Gedanken hatte ich auch bereits erwogen. Wie sagt man, zwei Dumme, ein Gedanke. Und um meine Worte zu unterstreichen, schicke ich Ihnen unser bestes Geheimkommando. Jungs, darf ich vorstellen, Tanya. Hallo, Gentlemen. Tanya ist das Beste, was wir haben. Sie kennt 15 verschiedene Wege, einen Mann zu töten mit bloßen Händen. Deswegen rate ich Ihnen, verärgern Sie sie bloß nicht. Commander, der sowjetische General, den Sie bei Brighton geschlagen haben, ist jetzt in Südfrankreich. Er besetzte Cannes und verhaftete unsere Generäle. Ich lege den Hafen lahm, aber der Rest ist dann Ihre Sache. Alliierte Truppen in... Hallo. Hallo! Er hat Bastarde gesagt. Sowas sagt man doch nicht. Erstmal zurück zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 und aus dem. Also, nimmst du jetzt schon auf? Ja. Gut, ich nämlich nicht. Okay, dann tust du das jetzt irgendwie noch machen. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich stopp jetzt nicht und das ist ja unprofessionell, das ist aber auch egal. Was ich aber sagen wollte, du hast im Video gehört, so 15 verschiedene Wege, einen Mann ohne mit bloßen Händen zu töten. Ja. Was sollen das für Möglichkeiten sein? Ich will das wissen. Die will ich nicht wissen. Na, eine ist bestimmt mit ihren Brüsten irgendwie erdrücken oder ersticken. Okay, nimmst du wieder auf oder noch nicht? Ja, ich nehm schon auf. Ach, interessant. Okay, ich mach bereit und starte einfach. Das ist heute ein professioneller Tag. Das ist, weil Freitag ist. So viel zu meiner der Panther, das ist gerade reingerannt und jetzt ist er weg. Jetzt haben wir freie Bahn. Genau. Ich kam nicht mit, aber okay. Ja, ich rede ganz langsam. Okay, gut. Mal gucken, was wir hier machen dürfen. Du darfst Tanya spielen. Ah, heiß. Du darfst sie aber nicht verlieren. Na gut, du darfst sie nachbauen. Ich darf sie abbauen? Nachbauen. Achso, nachbauen. Sowjets kontrollieren den Hafen und halten mehrere alliierte Führer als Geiseln fest. Sie sollen die Geiseln befreien und den Hafen. Sie werden von Tanya unterstützt. Das könnte ein heißer... Ja, wir stehen unter Zeitdruck. Commander, ich bin Ihr Bodenkommando, klar? Sind Sie bereit? Okay, dann los. Niemals. Natürlich sind wir bereit. Okay, ich habe 3 Spione und eine Tanya. Deine Tanya. Das Level kenne ich sogar noch. Oh. Da habe ich mich, das habe ich auf der PS3 gezockt und habe total versagt. Weißt du, wie ich gewonnen habe? Ja, wenn du versagt hast, also eigentlich gar nicht, ne? Ja. Nee, ich habe irgendwie, ich glaube, man kannte doch mit den Alliierten an Russen oder irgendwie so nehmen. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall es gerade noch so geschafft. Oder irgendwie so, Ich bin gerade erst aufgestanden, also lass mich. Ich will ja nicht sagen, aber du gehst irgendwie falsch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, ich habe nicht aufgepasst. Du musst hier in den See rein, also hier unten, also die Ziele unten musst du hin. Musst die einnehmen mit Spionen, aber Tanya ist halt da, um alle zu zerstören. Also am besten, Moment, hier musst du hin. Jetzt ist Tanya auf 1 und die Spione auf 2. Ein Spion musst du denn hier ins Kraftwerk in der Nähe, wo ich den Punkt gesetzt habe, reinsetzen, damit die Tesla-Spule kaputt ist. Mit der den kannst du Tanya nehmen und die Tesla-Spule kaputt machen. Und dann alle anderen auch ausschalten. Kapiert? Mhm. Wenn irgendwo Fragen sind, sag dann einfach Bescheid. Gut, ansonsten... Jetzt erstmal ein Kraftwerk und das habe ich gerade gefunden. Und ich werde angegriffen. Auch sehr nett. Nein, pfui, geh weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, weg. Verdammt. Nein, hier bleiben. Ach, macht Haus kaputt, natürlich. Ich baue hier einfach erstmal 5000 Panzer. Könnte ich ja irgendwie gebrauchen. Achso, das ist nur ein Lichtbug, okay. Und so. Und so, genau. Pfui. Stopp. Nee, okay. Das Haus ist jetzt auch kaputt, Vorsicht. Nee, warte mal, ach, die hätten eigentlich rein können.
Was laber ich eigentlich hier gerade die ganze Zeit? Sag dir Bescheid, wenn du irgendwo Probleme hast. Auf deinen Spion auch aufpassen, ne? Also, weil mein Spion gerade total dumm war. Ja, ich hab das irgendwie mich eben gewundert, was war. Was abging. Ach man, müsst immer die Häuser einnehmen. Es war eben so ein leichter Leck, aber war alles happy. Ja, Tanja, komm, mach mal was. Denn Tanja ist da. Wie gesagt, du musst mit einem Spion ein Kraftwerk einnehmen, denn sind die Tesla-Spulen kaputt. Aber Bern solltest du meiden. Was du da eigentlich nicht tust. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ja, deswegen habe ich dir eigentlich dahin markiert. Hä? Soll ich denn dieses machen? Ich habe dir links eine Markierung gesetzt, da kannst du rein. Da sollst du auch rein. Da ist eigentlich ach, da ist ein Ding. Okay, schon gut. Halb so wild. Das ist so dunkel. Komm mit. Ich tu mir gleich eine kleine Armada backen. Machen. Ostee. Genau, Ostee. Warum auch nicht? Gut, ein Prospektor. Du hast bauen und ich muss jetzt mit den Leuten hier klarkommen, oder was? Ja, sehr richtig sogar. Es ist ja Betrug! Ja, nicht unbedingt Betrug, aber du musst halt machen. Also muss ich hier die Assassinen. Aha, verstanden? Aha. Ja, das Thema, was wir eben hatten. Okay, ich habe sogar eine Kronos-Dingsbums da. Dingsbums. Also ich könnte auch was einfrieren, wenn ich sollte irgendwie machen. Irgendwann. Mal. Das Bären tötet gerne. Was ist denn da oben? Nein, Bären was töten ist, nicht. Teile. Was soll ich hier mit dem Gebäude machen? Retten Sie die alliierten Führer. Führer! Oh Mann. Ja, ich habe Führer gesagt. Gut. Du machst Tanja halt, ja, einzigen Gürtelstand, einige Sekunden in der Zeit zurück, okay. Haus kaputt machen. Gut, ich lasse da jemanden aufbauen, dann baue ich wieder ein paar weitere Guardian-Panzer. Hallo? Ah, Vorsicht. Pfui. Eine verloren, natürlich. Fahr über. Einfach drüber fahren, einfach drüber rollen, einfach über alles drüber rollen, was läuft. Was mit meinem Spiel, Junge, was passiert? Okay, ich geh wieder. Okay, es läuft hier noch nicht so prickelnd, wie es sein sollte. Aber mir passt's gerade. Tanja ist irgendwie übermächtig. Naja, halt auch aufpassen, dass die nicht geröstet wird. Und die Markierung kann ich jetzt mal wegmachen. Also wenn die Insel clean hast und so, sagt dir Bescheid, dann gebe ich dir die nächsten Anweisungen. Aha, bist du schon auf Chef, hä? Naja, nicht unbedingt Chef, aber halt, ich will dir helfen. Lass dir doch mal helfen. Ich will dir ja nichts Böses. Naja. Ich mache ja auch nur meinen Job. Gut, die nächste Quelle habe ich auch. Ja, gut. Ihr geht dahin, schützen natürlich. Ihr kommt jetzt auch weiter vor. Davon kann ich ein paar gebrauchen. Die anderen sind irgendwie schwach. Wer ist da so? Auch Panda-Bären, die können sowieso nichts. Oh, Tanja, lauf! Nehme ich euch erstmal. Ihr werdet natürlich Truppe 1. Ich hoffe, ihr bleibt doch die Nummer 1. Und Miep! So was ist los? Ich wär fast geröstet gewesen, weil der Strom noch da war. Gerade wieder gekommen ist, wo ich zu der Tesla-Spule gerannt bin. Zum Glück müssen die sich erst aufladen. Ja, das ist ein Glück. Das ist ja. Nee, warte mal. Prospektor und Dingsbums sind ja auch. Was muss ich denn hier reinmachen? Muss ich in den Ingenieur rein? Nicht Ingenieur, sondern Spion. Davon habe ich noch einen. Ne, du kannst die nachbauen. Du hältst ja auch noch Geld. Ach ja. Deswegen sagte ich auch, wenn du Tanja verlierst, kannst du sie nachbauen. Aber dann mache ich erstmal hier. Alles clean, bevor ich hier einen Spion her schick. Schieß drauf. Danke, kaputt. Was war jetzt nochmal? Ja. Ich sag einfach mal ja. Ich räume hier erstmal auf und dann laufe ich dann mit dem Spion hin. Ja, das kannst du auch machen, aber. Mach was du denkst, sag ich mal so.
Find's lustig, man kann ja auch Spione in Bären verwandeln. Oder tarnen. Ja, das stimmt. Und dein Tanja ist jetzt OP, also sie hat jetzt volle... Ja, sie macht One-Hit. Außer beim Bären. Was, da macht sie eigentlich auch One-Hit, oder? Mhm, zwei Schüsse. WTF? Okay, meine Mission ist erfüllt, die ich hier hatte. Natürlich tue ich jetzt immer noch sammeln an Einheiten. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Weil ich kenne noch einen tollen Weg, wie ich da nachher was Tolles machen kann. Ich würde jetzt mal ein bisschen Strom kaputt machen. Ihr geht dahin. Ja, kannst du auch machen. Mach einfach ganz gemütlich. Desto besser. Und ich gucke schon mal, wie es hier hinten aussah. Da musst du auch wieder so einen Spion reinschicken, um Energie platt zu machen. Ja. Nein, du sitzt hier hin erstmal. Weil ich weiß, dass ich einige verliere. wenn ich irgendwas einfrieren soll, sag immer noch Bescheid. Aber ich glaube, auf Gebäude konnte Tanja echt nicht schießen, ne? Nee. Nee. Konnte sie nicht. Beim Sitz hätte ich gesagt, ich tue einfach mal Dings einfrieren. Eine Tesla-Spule und die schießt dagegen, aber macht sie ja nicht, die glattet ja rein. Macht sie nicht wirklich, ne? Nee. Na gut, die Tesla-Spule würde bis dahin sowieso schon geschossen haben. Mir gefällt die Mission. Man muss aufpassen. Nicht, mehr oder weniger halt. Oh, das sind Bären, okay. Ja, das sind Bären. Ja, nee, die schwimmen halt hin und her. Das ist gerade ein bisschen mies. Ich dachte jetzt eben, dass ich was falsch gemacht hätte. Das wäre schlimm gewesen. Aber na gut, ich hatte Glück. Na komm, ich zerstöre einfach alle Häuser, die mir unterwegs auf über dem Weg laufen. Ich warte, bis die Bären hier einmal vorbei sind, dann laufe ich da mit dem Ding rein. Das kannst du auch machen. Und wie gesagt, ich tue mir hier eine Taktik. Ah ja, stimmt, hier mit dem Spion kannst du ja Gegner überzeugen, dass die auf die Seite, auf deine Seite kommen. Habe ich noch nie benutzt? Bin ich nee, auch ist mir auch gerade erst aufgefallen. So habe ich das damals geschafft. Ich habe einen gegnerischen Ding, Soldaten von den Russen halt genommen und habe dann so die Gebäude zerstört, weil ich kein Geld hatte. Cool, aber Frage, wie konnte ich kein Geld haben? Zu viel gebaut. Ah. Okay. Dann geht weg damit mit dem Haus, das braucht keiner. Könnte ich eigentlich Einheiten reinsetzen, aber nein. Gut, halbes Haus kaputt gemacht. Jetzt kann ich mich hier hinten lang schmuggeln. Ach komm, mach hin. Ja, ich tu mal die Base ein bisschen nach da hinten schon ein bisschen angreifen und ärgern, ja. Falls keinen stört. Ja, ich mach das hier unten. Ja, mach das da unten, vielleicht bin ich eher fertig. Ja, glaube ich auch. Obwohl, ich bin ja auf der letzten Insel. Ah ja, die Insel ist trotzdem groß. Gut, ich hab's überstanden mit nur fast einem verloren. Na gut. Oh, jetzt muss ich einmal außen rumlaufen, oder was? Ach komm, lauf. Geh kaputt, geh kaputt. Lauf, Schlampe! Oh, das war fies. Oh, die kann sich selber heilen, irgendwie so. Na gut, erstmal alles schön kaputt machen. Bum, 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 bum. Weg, nein, nein, weg, weg, oh. Oh, oh. Glück hat. Boah, wieder ganz knapp. Dann behalte okay, ich mal da das Strom dran. Auch schön Glück. Weg mit dir. Gut, alles. Ich mache ja erstmal Energie schön platt. Auf was will ein Panda bitte schön machen gegen mich? Ein Panda, wie niedlich.